kleidet mich heute an meinem Geburtstag. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog aus der Schweiz. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das bekannt vorkommt, wir waren schon vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr waren wir hier. Da lag aber nicht so viel Schnee, da war ich an Silvester. Da waren wir schon mal beim Titlis mit Brina und Sinan, meinem Freund damals. Und jetzt sind wir wieder hier, denn wir möchten zum Funpark, Snowpark, Schlitten fahren. Und das Wetter ist super. Es ist kalt, es hat geschneit, es liegt Schnee und die Sonne scheint. Und es ist auch sehr voll hier, also mal gucken. Schlitten kann man da wohl kostenlos ausleihen. Ich hoffe, wir kriegen heute einen. Und wir sind heute zu viert unterwegs. Brina und Sinan sollten gestern kommen zu meinem Geburtstag und haben spontan Daria noch mitgebracht. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, wir verbringen heute den Tag hier und dann heute Abend gehen wir noch in Zürich etwas essen. Da kommt dann mein Freund auch wieder mit. Wir haben jetzt Tickets geholt. Wir möchten ja zum Trübsee, da ist dieser Funpark und so. Und mit Halbtags, also für mich kostet es 18 Euro. Für die anderen ohne Halbtag 36 Euro für die Hin- und Franken für die Hin- und Rückfahrt. Jetzt auf 1800 Meter angekommen am Trübsee auf dem Titlis und gehe jetzt den Rutschpark suchen. Hier seht ihr schon die Skifahrer fleißig am Fahren. Hier wird gerade auch eine Rettung gemacht mit dem Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob es Training war oder ob es wirklich jemand gerettet werden musste. Die Gondel fährt auch weiter bis hoch zum Titlis, aber da fahren wir heute nicht hin. Wir waren letztens ja schon auf 3000 Meter in Höhe. Aber ja, scheint ein sehr begehrtes Skigebiet zu sein hier. Ich habe keine Ahnung von Skifahren. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden. Ich würde es gerne mal testen, aber ich glaube, ich kann es nicht. Ich glaube, ich breche mir mehr, als ich fahren könnte. Ja, hier gibt es einen Snowpark und der ist tatsächlich kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch hier so einen Ring nehmen. Die liegen hier einfach oder halt ein anderes Gefährt, wo man drauf rutschen kann. Aber ich glaube, die Ringe sind ein bisschen sicherer. Und damit fahrt ihr dann hier runter und ihr müsst nicht hochlaufen. Es gibt auch eine Bahn, die zeige ich euch gleich, wenn wir wieder hochfahren. Shit! Oh.
Eigentlich wollten wir draußen sitzen, aber in der Zeit, wo wir das Essen geholt haben hier drin, waren Daniel und Sinan draußen und haben gesagt, die Sonne ist weg und es ist jetzt arschkalt geworden. Deswegen sind wir jetzt drin. Es gibt Pommes, die teilen wir uns, wie heißen die? Espanadas. Empanadas. Kaffee hat jeder und so. Wir haben jetzt für alles zusammen 52 Franken bezahlt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Simone. Happy Birthday to you. Woo! Aufhören, das darf man nicht. Wir sind wieder jetzt im Tal angekommen und fahren wieder zurück. War echt schön oben. Haben gut gegessen, Kaffee getrunken, sind gerutscht. Also hat echt Spaß gemacht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich blende euch noch kurz ein Video ein. Mir ist leider einer reingerutscht. Ich habe es halt nicht gesehen. Hat es mich kurz umgehauen. Aber soweit, also ich habe was ein bisschen im Nacken, aber sonst ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Das hätte auch anders ausgehen können. Also wir wollen immer mal auf so einen Berg mal auch runterfahren mit dem Schlitten. Da ist hier auf jeden Fall Helm an. Wir haben uns die ganze Fahrt auf die Benjamin Blümchen-Torte gefreut. wollte sie auspacken oder hab sie ausgepackt und sie ist mir leider runtergefallen. Naja, die schmeckt trotzdem. Dreck reinigt den Magen. Naja. Ich glaube, 32 ist nicht so mein Alter. Vielleicht sollte ich direkt auf 33 übergehen. Wir sind jetzt angekommen bei La Brea ich habe keine Ahnung, wie es aussprechen. So-called Tacos. Was auch immer. Hier in Zürich haben wir auf jeden Fall reserviert und bin sehr gespannt, wie es schmeckt. So sieht das Ganze hier aus. Von den Preisen her, natürlich gibt es Tacos, Taco-Platten, Burritos, Sides und Vorspeisen. Und es gibt auch Homemade Churros. Und hier gibt es auch noch eine Special Cocktailkarte. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also unsere Cocktails sind jetzt da. Ich habe ja den Wochen-Special. Ingwer-Sirup drin. Das schmeckt man auch. Daria hat hier so einen Frozen Margarita. Erdbeer. Rina hat einen normalen Margarita. Nein, ich habe Minz-Margarita. Also hier gibt es ganz komische, also ganz fancy Margaritas. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja. Als Vorspeise haben wir einmal die Dirty Nachos bestellt mit Käse und ich weiß nicht, was da noch alles drauf ist. Und normale Nachos mit Guacamole und Zwiebeln. Guten Appetit! Unser Hauptgang ist da. Meine Beilage ist Reis. Daria hat. Was ist das? Bel Air irgendwas. Wir haben eine Platte hier zum Teilen. Da sind dann vier verschiedene Sorten drauf. Rina hat die In-N-Out. Ja. Den Burger nachempfunden. Schatz, und Sina hat die Pesto hier. Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Simone! Dankeschön. Ich zeige euch jetzt noch, was ich alles geschenkt bekommen habe. Ist nicht ganz so viel, aber ich bin eh nicht so der große Geschenke-Fan, weil das Problem ist, es ist, glaube ich, sehr schwierig, mir was zu schenken. Das sieht man auch gleich, was die Mädels mir geschenkt haben. Weil, wenn ich was will, dann kaufe ich ihn meistens direkt. Naja, auf jeden Fall habe ich erstmal von meinem Arbeitskollegen mit seiner Frau erstmal die Tasche bekommen. Die hat er in Griechenland gekauft. Der kommt aus Griechenland, war über Weihnachten dort. Und hat mir die Grinsekastentasche gekauft. Also mega schön. Habe tatsächlich noch nicht so viel von Alice im Wunderland. Und er meinte, als er den Puschel gesehen hat, musste er direkt an mich denken. Genau, passt super, weil die neue Show beginnt ja bald dieses Jahr im Disneyland Paris.
Und ja, da wird die Tasche auf jeden Fall ausgeführt. Und dann gab es von den beiden noch was von Kiko. Und zwar was aus der Mermaid-Kollektion, The Little Mermaid. Und zwar einmal den Eyeliner und einen Lipgloss, glaube ich. Muss ich auch mal gleich auspacken. Ich bin noch gar nicht angeschaut. Dann gab es von meine Chefin war ja auch hier mit ihrem Freund. Da hat sie einmal mir ein Notebook geschenkt. Das ist anscheinend nicht ganz günstig. Sie benutzt auch immer so Notebooks, wenn wir im Meeting sind. Und jetzt hat sie mir auch so eins geschenkt, wie sie es hat. Soll ich dann immer schön alle Notizen, was wir so besprechen in unseren Meetings, eintragen? Und dann hat sie mir noch Blumen mitgebracht, ein Stück Kuchen und hier diese Kette. Moment, das kriege ich nicht auf. Ja, und hier so eine gold-silberne Perlenkette. Auch echt schön. Und da gab es von den Mädels, also mein Freund hat mir nichts geschenkt. Wir schenken uns schon seit Jahren nichts mehr. Wir unternehmen einfach was und machen Urlaub zusammen. Daria hat mir auch nichts geschenkt, weil wir das auch nicht machen seit letztem Jahr. Wir unternehmen auch einfach was zusammen und dieses Jahr wollen wir nach Mailand fahren und eventuell halt nach Polen. Und die Mädels haben mir erstmal das hier geschenkt. Da vorne drauf war Please Open, Dolce & Gabbana, Two Dolce & Gabbana Bags Inside, No Joke. Ja, und sie haben, es stimmt auch, und zwar haben sie mir hier diese Box geschenkt. Und ihr seht schon, da steht Dolce & Gabbana drauf. Ist auch erstmal eine schöne Aufbewahrungsbox, jetzt muss ich hier wieder rauskommen. So, und zwar einmal haben wir eine Dolce & Gabbana Bag, eine Tragetasche, ne? Ihr seht, wo haben wir es? Dolce & Gabbana. Und eine zweite Dolce & Gabbana Bag. Da steht auch nochmal Dolce & Gabbana drauf. Und innen drin waren noch zwei Platzdeckchen von Dolce & Gabbana. Genau, die sind so, die kann man ganz gut abwischen. Das sind so wasserabweisende Platzdeckchen. Und dann gab es noch zweimal Spaghetti von Dolce & Gabbana. Gibt es anscheinend jetzt Spaghetti von Dolce & Gabbana. Keine Ahnung, wann ich die jeweils essen werde. Aber werden auf jeden Fall besonders mal zu einem besonderen Zeitpunkt gegessen. Zwei Packungen. Und das haben die Mädels mir geschenkt. Es gibt anscheinend noch Kuchen und so. Auf jeden Fall eine sehr witzige Idee. Und ich liebe ja Pasta. Ist ja mein Lieblingsgericht. Also passt super. Und zwei neue Dolce & Gabbana Taschen in meiner Kollektion. Besser kann es nicht laufen. Genau, das waren die Geschenke, die ich am Freitag bekommen habe. Ich habe ja hier Freitag Gäste gehabt. Moment, ich drehe mal die Kamera. Genau, ich hatte ja Freitag eingeladen zum Rheinfeiern und habe dann hier gekocht. Es gab eine vegane Kartoffelsuppe als Vorspeise, weil mein Arbeitskollege und seine Frau sind Veganer. Dann gab es für uns Krustenbraten als Hauptgang und für die beiden habe ich veganes Geschnetzeltes gemacht. Und das Dessert gab es eine vegane Creme Brûlée. Eigentlich fast alles aus dem Thermomix, außer das Tofu, vegane Geschnetzelte. Und dann saßen wir noch hier nett zusammen. Brina, Sinan und Daria kamen ja dann gegen 9 Uhr, also 21 Uhr. Und es war tatsächlich so, dass, müsst ihr in Brinas Vlog gucken, das habe ich jetzt nicht in Ausschnitt. Brina und Sinan kamen halt hoch, ne? Ich habe ja mit denen gerechnet. Und dann waren sie hier, waren auf Toilette und so weiter, haben sich begrüßt und so. Und auf einmal sagte meine Chefin, es hat an der Tür geklopft. Und ich so, okay, ich habe nichts gehört. Ich so, was soll denn das jetzt sein? Und dann guckt sie raus, also weil so ist dann so ein Guckloch. Und dann meint sie, da ist nichts, das ist schwarz. Und Daria hat das Guckloch zugehalten. Und ich so, okay, dann mach halt die Tür. Ich dachte, mein Nachbar möchte ich beschweren, weil die Lautstärke oder so. Ja, nee, da war es Daria. Stand auf einmal auch vor der Tür und hat mich überrascht. Hab mich natürlich sehr gefreut und war erstmal ein bisschen perplex, dass sie da aber vor der Tür stand. Sie hat den weiten Weg, also sie musste ja erstmal von Koblenz nach Kaiserslautern fahren und dann sind sie mit dem Auto zusammen hergefahren. Also war schon ein langer Weg, den sie auf sich genommen hat. An der Stelle nochmal vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen und hätte ich ja, wie gesagt, gar nicht mit gerechnet. Ja, gestern waren wir schön Schlitten fahren und haben abends noch zusammengesessen, hatten echt ein schönes Wochenende heute Morgen. Habe ich noch Frühstück gemacht für alle. Wir haben ein Reel gedreht mit Brina. Könnt ihr euch gerne auf Instagram oder auf TikTok anschauen. Ich glaube, ich lasse aber auch für YouTube auch nochmal hoch. Und hatten echt ein tolles Wochenende. Sehr viel Spaß, haben super viel gequatscht und planen natürlich schon die nächsten Ausflüge gemeinsam. Möchten Daria natürlich noch überreden, mit nach Madrid zu kommen an Ostern. Da überlegt sie sich das jetzt. Und
Also es ist immer toll, mit der Truppe unterwegs zu sein. Und sie hat mir noch was mitgebracht, denn sie war auf Hawaii. Und ja, war extra für mich in Aulani, hat extra den weiten Weg auf sich genommen und ist nach Aulani gefahren, weil ich gesagt habe, du musst für mich in den Merchandise-Shop. Und dann hat sie mir ein paar Sachen mitgebracht. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Das weiß, seht ihr dann im Haul. Aber erstmal hat sie mir ganz viele Süßigkeiten und sowas mitgebracht. Ihr seht Reese's und irgendwie geiles Popcorn und so. Also amerikanische Süßigkeiten gehen ja immer. Dann erstmal die Tüte. Die Aulani-Tüte hier als Beweis. Original Aulani. Und hat sie mir noch sowas hier mitgebracht. Ist jetzt nicht aus Aulani, ist einfach so Vic Day and Night aus Amerika. Geiler Scheiß. Geiles Zeug. Ja, dann hat sie mir hier noch eine Handcreme gekauft. Und meine GoPro hat sie mir wieder zurückgebracht. Die habe ich ausgeliehen. Genau, und dann haben wir hier einmal zum Beispiel ein Ornament. Das fand ich ganz süß für einen Weihnachtsbaum aus Aulani mit den Charakteren. Dann hat sie mir einen Button geholt. An der Rezeption gab es die Buttons. Durfte sie auch als Nicht-Hotelgast, hat sie bekommen. Dann hat sie mir zum Beispiel hier die Ohren mitgebracht. Die habe ich ja auch schon in rosa mit 4 oder 5 Charakteren. Das habe ich jetzt nochmal mit 3 Charakteren. Dann hat sie mir noch die Ohren mitgebracht. Die finde ich auch echt schön. So richtig sommerlich. Und dann hat sie mir noch die Ohren mitgebracht. Jetzt zeige ich euch aber alles. So viel ist es nämlich gar nicht. Ist teuer genug gewesen da. Ja, die Ohren, die kann man hier hinten aufblasen. Da ist da Luft drin, da sind so Schwimmreifen. Und das letzte Teil, was sie mir mitgebracht hat, ist das T-Shirt hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier... Das da. Auch mega süß. Ja. Vielen, vielen Dank, dass sie extra den weiten Weg auf sich genommen hat, noch Aulani. Und für mich da extra hingefahren ist. Aber sie meinte, sie wäre nicht so begeistert von dem Hotel. Also das Disney-Feeling wäre bei ihr nicht so angekommen, aber sie ist ja jetzt auch nicht der größte Disney-Feeling. Ja, und das war unser Wochenende. Ich werde jetzt hier klar Schiff machen, nachdem man ein ganzes Wochenende Besuch hatte und so weiter. Sieht ja aus wie Hempels unterm Sofa. Und morgen ist ja wieder Montag, eine komplette Arbeitswoche. Nächstes Wochenende bin ich auch nochmal zu Hause hier und verbringe das Wochenende mit meinem Freund, weil darauf das Wochenende bin ich ja im Disneyland Hotel und übernachte dort mit Cheryl und Mutti. Da fahren wir auch nochmal zusammen meinen Geburtstag nach und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, das war es erstmal hier an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, jetzt bin ich 32. Naja, so ist das halt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.